Liebe Fuzzis, Fuzzinnen und Fuzzarse, liebe Feuerwehrmänninnen und liebe Vollbartträgerinnen. Bevor wir heute über die wunderbare Greta Thunberg sprechen, erst einmal kurz in eigener Sache. Denn die Zeiten sind verwirrend. Jeden Morgen wachen wir auf und müssen erstmal überlegen, wer oder was sind wir? Bin ich Fis? Bin ich Binom oder nicht Binom? Bin ich eine genderqueere Lesbe oder doch eher ein heterosexueller Schwuler? Also ich überlege so etwas nie. Aber jetzt endlich habe ich eine Männin gefunden, der die das Problem auf den Punkt bringt und eine Lösung gefunden hat. Ich habe früher eingebildet, dass ich schwul bin. Das ging sogar so weit, dass ich einen Typen gedatet habe. Wir haben uns getroffen in Cafés, gequatscht. Und dann bin ich immer nach Hause und habe mir einen runtergeholt. Aber irgendwie hat das dann nicht so wirklich geklappt, weil er war halt straight. Und ich hatte gar keinen Crush auf ihn, sondern habe mir das alles nur eingeredet. Aber ich habe halt gewusst, ich bin queer und dann dachte ich, ich muss auf Männer stehen. Aber erst später habe ich dann gecheckt, ich bin zwar queer, aber ich bin halt kein schwuler Cis-Mann, sondern ich bin einfach eine nicht-binäre, transfeminine Lesbe. Liebe Fuzzis, ich habe mir früher eingebildet, dass ich heterosexuell bin. Das ging sogar so weit, dass ich eine Frau gedatet habe. Wir haben uns getroffen, in Cafés, gequatscht und dann bin ich immer nach Hause und habe mir einen Brändel. Aber irgendwie hat es dann nicht so wirklich geklappt, weil sie war halt straight und sie hatte gar keinen Crush auf mich, obwohl ich immer versucht habe, ihr das einzureden. Aber ich habe halt gewusst, ich bin notgeil und dann dachte ich, irgendeine muss ich doch abkriegen. Und erst später habe ich dann gecheckt, ich bin zwar notgeil, aber ich bin halt kein typischer heterosexueller Fissmann, sondern ich bin einfach eine nicht-binome, transfeminine Trümmerlesbe, die auf billige Perücken steht. Das war sehr schön, Brindelchen. Guck, es gibt schon erste Reaktionen auf dein Outing. Was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. In keinem Punkt Ihres zusammenhanglosen, idiotischen Gestammels haben Sie auch nur einen Gedanken vorgebracht, der nachvollziehbar wäre für einen gesunden Geist. Und jeder Mann in diesem Raum ist nun dümmer, weil er Sie anhören musste. Das ist leider sehr diskriminierend, Jacqueline. Und wenn du dich weiterhin weigerst, meine Identität zu respektieren, muss ich dich leider canceln. Ach, werde ich dann dieses Jahr nicht zu deinem Geburtstag in Hakim Späti eingeladen? Exakt. Dieses Jahr kein Gratis-Döner für dich. Sprich, keine Lebensmittelvergiftung dieses Jahr. Puh, das wird hart. Also, liebe Fuzzinnen, wenn ihr auch keine typische Fissfrau seid, sondern eine nicht-binome weibliche Schwule, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Wir könnten quatschen, ins Café gehen, uns gemeinsam ein... Brändel! Was? Lass jetzt den Quatsch, das will kein Mensch sehen. Jacqueline, die Menschen lieben mich. Aha, und wer genau? Peter zum Beispiel. Guck. Hallo, guten Tag, ich grüße euch. Ja, heute mal ein Sonntags-Special. Und zwar über Oliver Brändel. Ui, wer ist das denn? Das, meine Liebe, ist Peter Altmann. Ein hochintelligenter, weitgereister Mann, der mich achtet, schätzt und nimmt, wie ich bin. Guck. Ich finde das ganz toll. Ich finde ihn ganz toll. So ein Stehauf-Männchen, mein Gott, das muss erst mal einer nachmachen. Ich freue mich also heute, euch den Oliver Brändel vorstellen zu können, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet. Abonniert seinen Kanal, haut ihn mit Likes voll, Kommentare und so weiter, alles was dazu gehört. Wow, das ist aber echt nett. Aber hallo, deswegen, lieber Peter, ernennen wir dich hiermit zum Ehrenfuzzi auf Lebenszeit. Ein Titel, den Jacqueline leider abgelehnt hat. Zu Recht. Den echten Fuzzis aber genau deswegen umso mehr zu schätzen ist. Ja, ja, und jetzt nimm die alberne Perücke ab. Spinnst du? Jacqueline, das bin ich. Das ist meine Identität. Ich bin eine nicht-binome, transfeminine Lesbe, die auf weibliche, transmaskuline Schwule steht. Geht's doch ganz sicherlich nur um Sex, egal mit wem, Hauptsache Puls. Ja, daraus habe ich aber auch nie ein Hehl gemacht. Du weißt aber schon, dass Sex nie hält, was die Selbstbefriedigung verspricht, hä? Jetzt bin ich ein bisschen geil. Das ist das Letzte, was ich wollte. So, und jetzt nimmst du bitte die blöde Perücke ab. Jacqueline, ich habe dir schon oft gesagt, ich mache hier die Ansagen. Weil ich Chef, du nix. Vasili, würdest du bitte... Brändel? Och, Brändel, jetzt sei nicht beleidigt, Brändelchen. Es musste einfach sein.
Vasili hat mir wehgetan. Das tut Vasili bestimmt sehr leid. Also würde es, wenn er Gefühle hätte. Wo ist er denn jetzt hin mit meiner Perücke? Runter zur Mülltonne. Es geht ja wohl nicht an, dass mir ständig ein zotteliger Osteuropäer meine Sachen wegnimmt. Ich habe doch Grundrechte. Grundrechte, Grundrechte. Du weißt doch, was Häuptling Habeck dazu sagt. Schau. Was hat denn das mit meiner Perücke zu tun? Naja, wir sind hier halt perückenneutral. Und wer sich nicht daran hält, wird von Vasili in die Mülltonne gestopft. Sei froh, dass es nur die Perücke war. Na egal. Darf ich dir zu Habeck eine lustige Geschichte erzählen? Nein. Also, ich habe ja ein Buch namens Synapsensalat geschrieben. Bitte brennel nicht schon wieder. Jetzt warte doch mal. Also, Synapsensalat steht bei Amazon auf Verkaufsrang 396.953. Wow, klingt nach einem absoluten Bestseller. Allerdings, ich habe dieses Jahr bisher genau ein einziges Exemplar verkauft. Und was hat das mit Habeck zu tun? Naja, der hat zum Beispiel das weltbekannte Kinderbuch Kleine Helden, große Abenteuer geschrieben. Und das liegt auf Platz 727.277. Okay, warte mal kurz. Du hast dieses Jahr nur ein einziges Buch verkauft und unser omnipräsenter Buchautor-Häuptling liegt mehr als 300.000 Plätze hinter dir. Exaktamente. Und weißt du, was das heißt? Dass Häuptling Robert beim Schreiben genauso erfolgreich ist wie Ricarda Lang beim Abnehmen? Ja, aber das war mein Gag. Okay, kommen wir zu Greta Thunberg. Aber Brendel. Was? Du denkst schon daran, dass sie noch ein Kind ist, okay? Ich möchte nicht, dass sie ein Teenager verunglimpft wird, der sich noch in der Entwicklung befindet. Verstehst du? Entwicklung, Entwicklung. Hätte sie da nicht warten können, bis sie sich fertig entwickelt hat, bevor sie dermaßen in der Öffentlichkeit aufschlägt? Sei gewarnt, Brendel. Alle lieben Greta. Ja, ich frage mich heute zum Beispiel, wie echt die Liebe von Lisa Neubauer zu ihrer Chefin ist. Was soll das denn heißen? Naja, Luisa ist eine rattenscharfe 26-Jährige mit einem prominenten Lover. Greta leiht sich ihre Klamotten von Freundinnen und liebt nur den Wald. Was für ein Schwachsinn. Jetzt mal ernsthaft. Stell dir vor, die beiden wären zusammen auf der Schule gewesen. Luisa steht ganz cool mit den Boys in der Raucherecke und plötzlich kommt Gollum mit ihren geliebten Klamotten und sagt, hey Luisa, lass uns mal über das Klima sprechen. Was glaubst du, was passiert wäre? Greta wäre kopfüber im nächsten Müllcontainer gelandet? Gut, dass du das gesagt hast. Dann gehen wir doch mal ganz sachlich durch Gretchens Lebenswerk. Du und sachlich, du bist doch fast noch polemischer als der Lanz. Das ist vielleicht das Netteste, was hier eine Frau zu mir gesagt hat. Egal, zu Greta. Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg wurde 2003 in Stockholm geboren, ist eine schwedische Klimaschutzaktivistin, Schulschwänzerin und geht allen auf den Sack. So, das war's. Feierabend. Moment, was gibt's denn heute in der Kantine? Moment. Was denn? Hab ich das vergessen? Das ist alles, was du zu Greta Thunberg zu sagen hast? Naja, du wolltest doch, dass dieser zerbrechliche Teenager pfleglich behandelt wird. Aber du kannst doch nicht das Thema der heutigen Sendung in einem Satz abspeisen, nachdem du stundenlang nur über dich gesprochen hast. Da kommt sich doch jeder Zuschauer komplett verarscht vor. Okay, okay, gut. Ein paar Gedanken, die ich mir über Schwedens verkniffenste Perle gemacht habe. Gretas Hauptthese ist, dass man der Wissenschaft folgen soll. Das brüllt sie in jedes Mikrofon, seitdem sie 16 Jahre alt ist. Da habe ich doch mal geschaut, was sagt die Wissenschaft zu dem Gehirn von 16-Jährigen? Die Neurowissenschaftlerin Dr. Lea H. Somerville von der Uni Harvard, da hat auch der Karl Lauterbach gelernt, betont, dass Teile unseres Gehirns erst in unserem vierten Lebensjahrzehnt vollständig ausgereift sind. Was willst du denn jetzt hinaus, Brennel? Na, Greta sagt, folgt einfach der Wissenschaft und die Wissenschaft sagt, halt die Klappe und lerne erstmal denken. Naja, das ist aber sehr weit hergeholt. Okay, du denkst also auch, dass die Wissenschaft eine absolut unbestechliche Wahrheit ist, die niemals hinterfragt werden sollte? Naja, lieber frage ich einen Wissenschaftler als deinen Nazi-Opa. Der kann sich sowieso nur noch an die Autobahn erinnern. Aber mal kurz zur heiligen Wissenschaft der Greta Thunberg. Dazu habe ich einen Artikel des Zoologen Josef Helmut Reichholf auf forschung-und-lehre.de gefunden. Irrtum ist wissenschaftlich. Fehler sind in der Forschung unvermeidbar.
Schon allein dadurch, dass jede Studie auf Annahmen beruht, entscheidend ist, wie man damit umgeht. In den 70er und 80er Jahren hatte die Ökosystemsforschung Hochsaison. Daran beteiligt war auch ich, also er, mit einer vergleichsweise recht bescheidenen Ökosystemforschung an Stauseen. Zurückblickend habe ich selbstkritisch festzustellen, dass ich damals befangen war von einer Sichtweise, die Stabilität heischte und diese möglichst vorbildhaft in der Natur suchte, wo in Wirklichkeit Dynamik und Veränderung herrschen. Damals ging es um das Waldsterben und man war der festen Überzeugung, dass im Jahr 2000 kein Wald mehr in Mitteleuropa geben würde. Ich war schon länger nicht mehr draußen, aber gibt es noch Wald in Deutschland? Herr Reichholz beendet seinen Artikel mit: Wissenschaft ist nicht unabhängig vom Zeitgeist. Das macht sie angreifbar. Befähigt sie aber auch zu rascher Korrektur. Frei von Irrtümern wird sie nie sein. Entscheidend ist die Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Bleibt ihr diese von der Gesellschaft zugebilligt, wirkt der Irrtum konstruktiv. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie bei allen Themen auf dieser Welt ist das Ergebnis immer dasselbe. Nichts entbindet uns von der eigenen Verantwortung. Wir können nicht einfach blind Politikern, Medien, Wissenschaftlern oder minderjährigen Schulschwänzerinnen folgen und aufhören, uns eigene Gedanken zu machen. Diese Mühe kann uns leider niemand ersparen. Es sei denn, man möchte ein willfähriges Schaf in der Masse sein, dann einfach Blick zum Boden und immer dem Vordermann hinterherstiefeln. Oder der Vorderfrau. Oder dem Vorderes. War das jetzt alles zu Greta? Wir könnten auch darüber reden, dass sie antisemitische Tendenzen hat. Nee, lass mal. Oder dass sie selber eine kleine Umweltsau ist. Nee, ich habe jetzt absolut keinen Bock mehr auf Greta, denn coole Jackies haben andere Idole. Tja, welcome to my world. Bei 7000 Followern zeige ich euch ein Kinderbild von mir.